schon gleich feiern wir Ostern. Aber was feiert man da eigentlich? Der Pfarrer Bruno Waldvogel hat die letzten Tage von Jesus, also vom Palmsonntag bis Ostern, als modernen Passionsweg inszeniert und schafft so einen neuen Zugang. Es wird deutlich, dass sich damals die Begeisterung über Jesus kurz vor seinem Tod in Ablehnung verwandelt. Ein Spinner, ein Größenwahnsinniger! Verstehen Sie? Ich arbeite als Priester und Theologe im Tempel und ich bin es mir gewohnt, dass viele Leute viel dummes Zeug daher plappern. Aber was dieser Jesus erzählt, das kann man nicht tolerieren. Ein Gotteslästerer! Sieh, ich sage Ihnen, das ist ein ganz durchtriebener. Und wahrscheinlich glaubt er sogar selber, was er da erzählt. Die Besucher werden durch ein Labyrinth mit lebensgroßen Monitoren geführt. Einzelne Zeitzeugen erzählen darin über ihre Begegnungen mit Jesus. Wenn du Jesus sagst, hat auch jeder seine eigenen Assoziationen. Die einen finden, ja, ist ein super Typ. Und dann sagen, kann ich gar nichts anfangen. Religionsgründe oder so. Du wirst nachher mit verschiedenen Charakteren konfrontiert, die unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Erlebnisse gemacht haben mit dem Jesus. Und durch das haben wir eigentlich so ein bisschen einen Mix können machen aus Begeisterung und Kritik, aus Ablehnung, aus Annahme. Bruno Waldvogel ist Pfarrer der reformierten Kirche in Wangen bei Olten. Mit einem Team hat er die Inszenierung der Ostergeschichte entwickelt. Zu Weihnachten gibt es immer ganzen Haufen Sachen und ich war der Osterhasen überdrüssig. Ich habe gefunden, Ostern, das ist unser Hauptfest der Kirchen. Da ist Corona gekommen und man hat alles dicht gemacht. Und man gemerkt, es ist so eine Schwere auf die ganze Gegend, also auf alle Dörfer und Städte kommen. Und wir haben gesagt, irgendwie, es kann ja nicht sein, dass an unserem Hauptfest eigentlich vom Jahr, dass wir einfach den Laden dicht machen. Herzlich willkommen hier in der reformierten Kirche in Wangen zu unserer Corona-Pandemie. Wir begleiten Gary und Kevin durch das Labyrinth. Geführt durch ein Audiosystem über Kopfhörer gehen die beiden auf Spurensuche. Okay. Viel Vergnügen. Ade miteinander. Sie haben bestimmt schon mal was gehört von diesem Jesus von Nazareth. Das war wie bei einem Staatsempfang. So wie wenn ein König einzieht. Und was haben wir gerufen und geschrien? Also das war unglaublich. Das wollte keiner verpassen. Der Messias kommt. Der Wunderarzt. Der Superprediger, der mutige Held, der die Dinge beim Namen nennt. Wow. An Palmsonntag wird Jesus von den Massen bejubelt und alle sind begeistert. Kurze Zeit später schlägt die Stimmung um. Sie haben falsche Züge gekauft und dann einen Schauprozess inszeniert. Und nachher dann noch so ein paar Glacköre drunter gemischt haben, die dann da noch angeheizt haben und so. Das passiert in der Politik immer wieder. Und plötzlich ist himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Ich glaube, obwohl er ja so ein lupenreiner Charakter war, habe ich das Gefühl, hat die Welt auch mit ihren guten Leuten müssen wie scheitern. Also die haben gemerkt, sie verträgen, er ist zu kraftvoll, zu wahr, zu transparent, zu echt, zu rein gewesen. Das haben sie wie nicht ausgehalten. Na, ich habe mir das alles genau angehört und mir gedacht, das wird eine schnelle Sache. Aber die wollten ein Todesurteil von mir hören. Der Mann war unschuldig. Das war mir sofort klar. Du musst den kreuzigen, schrien die. Du musst den kreuzigen. Die hätten beinahe den Palast angegriffen. Warum habe ich dann nachgegeben? Ich wollte nicht, dass es einen Aufstand gibt. Was starren Sie mich so an? Sie hätten genauso gehandelt, wenn Sie in meine Haut gesteckt hätten. Gary und Kevin sind im Abendmahlraum angekommen. Hier sind Audioerzählungen zu hören und symbolische Gegenstände zu sehen.
Bruno Waldvogel bedeutet die Passionsgeschichte auch persönlich viel. Ich war ja ein Ketzer und ein Skeptiker, ein Christenhasser und so. Aber als ich noch ein Kind war, hat es einen Film gegeben, der hat Ben Hur geheissen. Ich glaube, ich habe den etwa 10 Mal im Kino gesehen. Die Szene mit dem Jesus, wir hatten ihn ja nie gesehen, der hat mich tief beeindruckt. Ich dachte, also wenn Gott so wäre wie der, dann muss ich sagen, da bin ich auch dabei. Wie er in diesen schwierigen Stunden immer noch für die anderen da war und sie geliebt hat bis zum letzten Atemzug. Das hat mir den Schnuff verschlagen. Yeah. Ich sah diesen Mann geschlagen bis zur Unkenntlichkeit. Er trug das Kreuz für die ganze Menschheit. Und dann sagte er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Himmel wurde finster und dunkel. Die Sonne verschwand, so als ob Gott sein Gesicht verhüllte. Aber seine Augen, dieser Blick aus Schmerz und Liebe, er verfolgte mich, ließ mich nicht mehr los. Das Experiment mit dem Samuel, unserem Hip-Hopper und Rapper, haben wir nicht so recht gewusst, funktioniert das, wenn er plötzlich ein Mikrofon in der Hand hat und so ein Cap auf dem Kopf, passt das noch oder so? Haben wir gefunden, das probieren wir, es ist einfach ein bisschen frech. Und das gefällt mir auch. Beeindruckt hat mich alles. Ich werde noch mal mit durchgehen, weil das ist gewaltig. Es hat auch Leute gegeben, die sind emotional hochgeladen, nachher da rausgelaufen. Die wollten nicht mehr reden. Es hat Leute gehabt, die haben Tränen in den Augen gehabt. Und ganz viele, die einfach gesagt haben, das, wow, es ist, wie wenn ich dabei gewesen wäre. Mein grösster Wunsch ist natürlich die Auseinandersetzung mit der Person und dem Wirken und dem Wert von Jesus von Nazareth. Den Herzschlag noch mal zu entdecken und sich noch mal zu fragen, Gott, gibt es dich? Hast du einen Weg für mein Leben? Und was bedeutet Ostern für mich, die Geschichte von der Auferstehung? Weil das ist eigentlich der Schlüsselmoment, wieso dass wir überhaupt Kirchen haben. Weil wenn Ostern nicht passiert wäre, wäre alles andere längst vergessen.